Also jetzt werden die Preise aber nur so rausgehauen. Hier. Hinterm Tisch. Gleich. Jetzt. 100 Abonnenten. Ich flippe aus. Wie geil ist das denn? Vielen Dank dafür. Eigentlich wollte ich ja sagen, vielen Dank für 500 Abonnenten. Totaler Wahnsinn. Au. Es geht um das Gewinnspiel. 1000 Abonnenten. Okay, mittlerweile sind es 1100. Boah, ey. Weihnachtsgewinnspiel The Road to 2500. 4000 Abos sind geknackt. Vielen Dank an euch Verrückte da draußen und alle, die meine Videos gucken, die eventuell sogar gut finden und Spaß daran haben, dabei zu sein. Moin, ihr Figuren, und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Jawohl. Jawohl, wir haben es geschafft. 5000 Abonnenten und schon drüber. Vielen, vielen Dank, dass ihr dazu beigetragen habt. Oder was heißt das? Durch euch der Kanal jetzt schon so groß geworden ist. Und ich finde, für deutsche Verhältnisse ist das schon recht groß. Und deswegen fangen wir heute endlich an, die Gewinne rauszuknallen. Richtig rauszuknallen. Also mal vielen, vielen Dank an alle Kekse da draußen, an alle Figuren-Suchtis. Vielen, vielen, vielen Dank. Und natürlich ist ein Gewinnspiel nicht möglich ohne Freunde, Shops, Unterstützer, Sponsoren. Dickes Dankeschön an alle, die Preise, die sofort bereit waren, das ist ja das Coole dabei, die sofort bereit waren, irgendwelche Preise für dieses Gewinnspiel einfach rauszuballern. Und es ist viel. Es ist wirklich, wirklich viel. Ich habe hier so eine kleine Liste gemacht, damit ich den Überblick nicht verliere. Ich kann mir das nicht alles merken. Das erste Mal, dass ich mir ein Skript gemacht habe. Einigermaßen. Ich habe jetzt hier nicht alles da. Es sind Sachen da, die ich euch einblende, wo kleine Bilder kommen. Und wenn der Gewinner bekannt ist, wird das dann direkt von dieser Person oder von dem Shop direkt an euch draußen geschickt. So sieht es nämlich aus. So. Warum hat es so lange gedauert? Ganz einfach. Es kam ab und zu mal so Nachzügler, was ich sehr cool gefunden habe. Es ist passiert, dass mich Leute angeschrieben haben oder Shops angeschrieben haben, hey Chris, du machst ein Gewinnspiel, voll cool, darf ich auch dabei sein? Das ist schon cool. Also wenn ich angeschrieben würde und mich Leute fragen oder Shops fragen da draußen und sagen, du Chris, dürfte ich dabei sein? Ich würde gerne was spenden für dein Gewinnspiel, wäre total cool. Mega. An alle Shops, an alle Freunde, Bekannte da draußen, danke, danke, danke für dieses coole Miteinander, für diese coole Community und für diese geilen Gewinne, die hier rausgeknallt werden. Unter anderem kann ich euch heute eine Gast was ganz anderes präsentieren, was richtig cool ist, gibt es natürlich auch zu gewinnen. Wenn ihr jetzt mal schaut, das T-Shirt ist neu, ja. Das habe ich von einem sehr jungen Shop bekommen. Der ist gerade entstanden 2021. Plimplim heißt der, also richtig Plimplim. Dazu auch nachher mehr. Wenn ihr dieses Shirt feiert, ich hau euch von allen Shops, die teilnehmen, unten in der Videobeschreibung die Links rein. Könnt ihr raufklicken, euch durchwühlen und es ist wirklich viel. Juhu! Okay, ich mache es jetzt ohne eine große Reihenfolge. Ich zeige euch erst die Gewinne, wenn ihr Bock habt. Ja? Okay, machen wir so. Ich zeige euch erst die Gewinne. Dann zeige ich euch, was ihr machen müsst. Das wird jetzt nicht so pillepalle, schreibt einen Kommentar. Das reicht nicht, nein. Also es ist, im Prinzip ist es ein Kommentar. Aber ihr müsst was beachten. Was ich direkt voraussagen möchte, in den vergangenen Gewinnspielen war es immer so, dass viele A, meinen Namen falsch geschrieben haben. Chris mit Doppel-S, das ist wichtig. Also auch für dieses Gewinnspiel wichtig. Oder das Gewinn, die Gewinnspielregeln nicht verstanden haben. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Klar, kann natürlich mal sein, dass man so aufgeregt ist und dann einen Fehler reinknallt. Und ich werde nicht darauf hinweisen, wenn jemand einen Fehler, mein Handy, wenn jemand diesmal einen Fehler machen sollte, es kann passieren, ich werde nicht darauf hinweisen. Das heißt, wenn ein Fehler drin ist, ist es ungültig. Das habt ihr bitte im Hinterkopf. Die Regeln kommen gleich. Ich muss natürlich sagen, wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Personen, die gespendet haben oder auch Sponsoren des Gewinnspiels sind auch ausgeschlossen. Ihr dürft leider nicht teilnehmen. Wäre ja auch Quatsch, wenn ihr euren Kram gewinnen würdet. Ja, das ist ja der ganze Sinn weg. So, genug mit Theorie. Jetzt geht es los. Ich greife einfach was rein. Es ist, wie gesagt, random. Und dann, ja. Ich mache einfach mal so. Ja, wir haben was von den Los Amigos, von der Los Amigos Convention. Die ist ja jetzt im Oktober, 9. bis 10. Oktober.
da habe ich auch was Schönes bekommen, und zwar ein richtig cooles Fanpaket. Ihr kriegt eine Tasse. Los Amigos Convention. Das ist dabei. Ich werde nachher noch Pakete schnüren. Also ihr kriegt jetzt nicht nur Los Amigos, ihr kriegt noch was dazu. Dann ein richtig großer Los Amigos Button. Ich tue ihn hier rein. Und, das kann man jetzt schlecht sehen, deswegen hole ich das mal aus dem Ding hier raus. Das ist ein Brett. Also, nein, mein Spickzettel haut ab. Ich hoffe, das erkennt ihr. Das ist das Los Amigos Logo auf einem Glasbrett. Also richtig edel. Ich finde das mega. Komm, lass den Packung weg. So cool. Ich tue es mal hier hin. Jetzt muss ich meinen Spickzettel einfach wiederholen. Dann natürlich auch für jeden, der gewinnt. Ihr kriegt einen exklusiven Sticker oder so schöne Sticker, auch vom Los Amigos Convention. Da gibt es auch ein paar, also jeder, der mitmacht, beziehungsweise, nein. Jeder, der gewinnt, kriegt dann auch so einen schönen Sticker. Und ausgewählte Random-Pakete bekommen dann auch so einen coolen, großen Los Amigos LA Logo-Sticker, wie hier auf der Mütze. Die sind auch mit dabei. Komm, machen wir mal so, dann sehen wir das Logo noch ein bisschen. So, okay, dann geht's noch weiter. Nino Ade. Ihr kennt den Künstler, ihr habt die Matte gesehen bei mir auf dem Kanal. Wenn nicht, schaut euch das Video nochmal an. Leider ist jetzt die Bestellphase vorbei. Es gibt keine mehr zu bestellen. Das Ding ist gelaufen. Über uns jedenfalls. Nino hat ein Lords of Power Comic gesponsert. Das Ding ist vergriffen. Das gibt's nicht mehr. Das ist ausverkauft. Hier wird nicht mehr. Das gibt's auch dazu. Also richtig schönes, exklusives Comic von Nino Ade. Das tue ich hier mit dazu. Machen wir mal jetzt einen Preis, der jetzt nicht da ist, nicht physisch. Und zwar von C-Toys. C-Toys hat sich auch richtig cool daran beteiligt am Gewinnspiel. Ich blende euch mal jetzt hier ein Bild ein, was ihr gewinnen könnt. Es sind Tassen dabei. Es ist eine Masters of the Universe Origins Figur dabei. Es ist ein 25-Euro-Gutschein für den Shop dabei. Und es sind 3D-geprintete Master Stands dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe mir das Bild erst vor 3 Tagen das letzte Mal angeschaut. Aber ihr seht hier das Bild und das könnt ihr alles gewinnen. Das ist ein Gewinn. Das könnt ihr alles abräumen. Mega, oder? Richtig schön. Des Weiteren, ein weiterer Gewinn, den ich jetzt nicht hier habe, ist eine Silent Mike Surprise Artist Box. Silent Mike hat sich bereit erklärt, eine komplette Artist Box random einfach nach seinen Vorstellungen zusammenzustellen. Deswegen auch hier diese Abbildung weichen ab. Möglichkeiten, die kriegt ihr dann, wenn ihr die gewinnt, auch direkt zu euch nach Hause geschickt. Und jetzt fangen wir wieder an mit physischen Sachen. Time for Action Toys ist es jetzt auch, und Time for Action Toys ist auch ein Shop vom Kai, der hat auch was gestiftet, und zwar den Commander, Klon Commander Grief von Star Wars Black Series. Ein sehr schöner Klon, finde ich sehr cool, sehr schöne Figur, habe ich übrigens auch da stehen. Ist eine tolle Figur, ich mag die Klone. Also zumindest die Episode 3 Klone. Den könnt ihr auch abräumen. Also schön Star Wars haben wir auch. Keine Angst, kommt noch mehr. Wie gesagt, Links alle unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommt ein größerer Mitspieler in der Geschichte, und zwar Hasbro. Hasbro hat auch sich bereit erklärt, mal so ein Paketchen hierher zu schicken und zu sagen, ey Chris, coole Sache, wir schicken auch was dazu. Und es ist jetzt gemischt. Da kommt was zu dem Klon dazu und dann kommt noch was extra. Und zwar haben wir hier 2 Figuren aus der Mandalorian Retro Collection. Einmal The Child. Ist natürlich alles original verpackt, ist klar. Also The Child kommt dazu. Und dann haben wir noch Grief Karga. Ebenfalls von der Retro Collection. Der ist auch mit dabei. Außerdem kommen jetzt für unsere Roboter-Freunde. Okay, ist alles ein bisschen bescheuert. Ein bisschen Transformers. Haben wir Bock drauf? Haben wir Bock drauf. Transformers Kingdom War of Cybertron Trilogy. Ich habe den Namen vergessen. Scorponok. Ich kenne ihn noch von früher, da gab es ihn in groß. Scorponok, original verpackt. Den gibt es auch von Hasbro dazu. So, ich muss irgendwas vollstellen. Also irgendwann ist hier zu voll. Dann haben wir einen sehr geilen Transformer, den ich sehr feiere, den ich auch da hinten stehen habe. Nämlich Inferno. Den Feuerwehrtruck. Das ist jetzt nämlich Voyager Class, ne? Ja genau, das ist die Voyager Class. Und das ist die Nummer kleiner, das ist die Deluxe, also Deluxe, Voyager. Ihr seht den Unterschied? Größer. Also wir haben noch ein bisschen eine Voyager Class, die stellen wir mal hier hin. Können wir den da oben drauf stellen. Das haut ich sowieso gleich wieder um. Und dann ebenfalls Voyager Class haben wir hier Rhinox aus der aktuellen, auch aus der aktuellen Serie von Netflix. Guck
euch die Serie mal an, die ist richtig gut. Ich finde die stark. Also, das ist von Hasbro ins Boot gekommen. Finde ich gut. Achso, jetzt machen wir direkt noch ein das, hier liegt irgendein Gummi, das nervt gerade so ein bisschen. So, Entschuldigung. Eine Sache, die jetzt auch nicht hier vor Ort ist, ist von Mighty Underground. Mighty Underground spendet eine Surprise Box. Da bin ich echt mal gespannt. Was hast du da? Surprise Box? Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Figuren? Zeug? Egal. Ist für euch. Von Mighty Underground gesponsert. Link ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. So. Und die letzte Sache. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das richtig lege. Ja. Ja. Nein. Ja. Genau. Die vorletzte Sache, die jetzt hier nicht vor Ort ist, ist von Kingsloot. Kingsloot haut euch eine Random Box. Keine Angst, ihr kriegt nicht eine, die aus dem normalen Geschäft ist. Heißt also, wenn ihr Kingsloot abonniert haben solltet und den Kingsloot-Sache gewinnt, kriegt ihr nicht die Box nochmal, sondern die hauen euch eine Random Box zusammen im Wert von 50 Euro und die kriegt ihr dann nach Hause geschickt. Also eine Kingsloot-Box ist auch mit dabei. So, komm, jetzt hauen wir den letzten auch noch raus, der jetzt hier nicht vor Ort ist. Und zwar ist das von Morax. Morax kennt ihr, die machen Cases, Vinyl oder auch Clamshell. Hier ein paar Bildchen. Die haben ein 10er-Pack Clamshells für die Master of the Universe-Figuren gestiftet. Die werden auch direkt von Morax an euch da draußen geschickt. So, durchatmen, weiter geht's. Genau, machen wir das. Das hat mich wirklich sehr gefreut, denn ein kürzlich befreundeter YouTuber hat sich auch bereit erklärt, gesagt, ey Chris, ich gebe dir was dazu. Ich finde die Aktion cool, ich habe hier was Schönes rumliegen, kannst du gerne verlosen. Mache ich doch gerne, vielen Dank. Und zwar Marlo, YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung. Guck mal hier, was Niedliches. Zum Bauen, die City Corner von Keyplay. Das ist, glaube ich, der Teddy-Shop, ne? Ja, Bärhaus. Aber das ist schon mega cool. Wie viele Teile steht drauf? 281 Teile. OVP natürlich, also da ist nichts groß hier, ne? Den würde ich ehrlich gesagt gerne behalten. Ich will den gerne selber aufbauen. Ich baue den ja nur gerne auf. Danach ist es mir eigentlich egal. Und noch etwas. In die Fraktion Star Wars. Aus der Star Wars Mission Fleet ein X-Wing. Mit Luke Skywalker. Und ein, ja, eine Blasterkanone, der dabei ist. Ist auch nicht schlecht, oder? Also ihr seht schon, die Star Wars Fraktion wächst und wächst. Ich lege den mal so daneben. Langsam wird es ein bisschen enger. Okay, es geht weiter. Ich habe extra eingepackt gelassen. Strong Vision, kennt ihr alle? Hat auch was dazu beigetragen. Schwupps. Und das freut wahrscheinlich die Masters-Fans. Hier haben wir ein Screech, ein Vintage-Screech aus seinem Vintage-Screech-Lot. Die ganzen, also der Standy ist komplett, natürlich nicht benutzt. Alles noch neu, müsst ihr selber noch knicken. Und der Adler ist auch dabei. Also ein Vintage Masters of the Universe Screech Paket von Strong Vision. Sehr cool. Ich kann die Box erstmal weg. Dann packe ich jetzt hin, dass es nicht umfällt. Ich tue die mal hier dazu. So. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben noch was Cooles. Pass mal auf. Oh, das ist so cool. Ich mache aber erstmal was anderes. So. Ich hatte euch eingangs erzählt oder gezeigt, ich habe hier ein schönes T-Shirt an. Das hier. Das habe ich mir auch gesucht, weil ich das am coolsten finde. Am Anfang war die Symmetrie. It's a Plam-Plam Thing. Plam-Plam ist eine Marke, wie gesagt, die hat sich dieses Jahr etabliert oder beziehungsweise ist sich dran, sich zu etablieren. Schaut auf die Seite gerne mal drauf. Wenn ihr es cool findet, also der ist komplett 100% nachhaltig. Das finde ich schon sehr geil. Also der ist ein 100% nachhaltiger Shop. Ökotex ausgezeichnet Textilien. Ich glaube Peter ausgezeichnet sogar. Und vegane Tinte. Ich wusste nicht mal, dass normale Tinte nicht vegan ist. Aber lernt nicht dazu. Und die haben so ein bisschen oversized. Also das ist jetzt ein XL. Der ist auch schon ein bisschen oversized und auch schön lang. Und ich denke mal, es wird den einen oder anderen ansprechen oder auch die Mädels da draußen. Genau. Wir haben hier ein schönes Shirt. Das ist jetzt Größe L.
mit so einem coolen Mercedes drauf. Plam, plam. Also die Farbe heißt übrigens Rosa Clay oder so. Mir steht sie nicht, aber das gibt's zu gewinnen. Die Shirts haben Wert von 35 Euro und wie gesagt, die sind komplett, jetzt wollte ich gerade sagen, biologisch anbaubar, abbaubar, aber das ist ja Käse. Also vegane Tinte, Peter und Öko, alles super naturbelassen und natürlich auch nachhaltig. Das ist nämlich das Wichtige bei dem Shop, das ist, bei ihm auch, ist ihm auch sehr wichtig. Ihr kriegt nicht nur dieses Shirt, ihr kriegt auch noch einen Gutschein über 20 Euro für den Shop. Also richtig cooler Laden. Schaut euch mal die Webseite an. Unten ist der Shop verlinkt. Guckt echt mal, da kommen immer neue Designs drauf. Der haut da Designs raus ohne Ende. Also das ist richtig nice. Ich finde die Idee super. Und wir sind eventuell dabei, so eine kleine Zusammenarbeit zu machen. Das heißt, vielleicht kommen noch andere Designs dazu. Ihr könnt ja euch mal was wünschen. Haut es gerne in die Kommentare. Nein, macht es nicht. Lasst die Kommentare frei fürs Gewinnspiel. Ist viel wichtiger. Erstmal. Danach machen wir das nochmal. Also, plam plam. Erst nochmal vielen Dank für das Shirt und natürlich für den Gewinn. So, jetzt kommt einer. Ich mach das letzte. Ja, egal. Ich bin zwar aufgeregt, merkt ihr, ne? Jetzt kommt Mr. Coleco. Mr. Coleco hat letztes Mal was total Abgefahrenes dabei gesteuert. So Stoffpuppen, die ich nicht kannte, aber total crazy. Und diesmal hat er den Vogel richtig abgeschossen. Also, der ist explodiert, der Vogel. Aufgepasst. Es ist ja gerade in der Sprache, dass die Dinger neu aufgelegt werden. Aber jetzt haben wir hier Rippin' Rider von den Gargoyles. Also wenn ihr Disneys Gargoyles sammelt, das Ding ist Misp. Das ist original von früher, von Kenner. Das Teil ist noch zu. Und sieht richtig schicker aus. Also, richtig schöne, schicke Box von den Gargoyles Rippin' Riders. Turbo Rock Cycle. Das war noch nicht alles. Wäre Quatsch. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht kaputt mache. Kennt ihr noch Night Striker? Es ist eigentlich für Leute, die schon was alles, die schon sammeln. Oder wenn ihr eine Sammlung starten wollt, guckt euch das mal an. Night Striker. Von den Gargoyles. Ebenfalls Misp. Das Ding ist noch komplett zu. Vielleicht versteht ihr jetzt, weil ich gesagt habe, ich hätte auch gerne einige Sachen behalten. Eigentlich alle. Aber so läuft das halt nicht. Ich werde ihn hier hinstellen. Das wird übrigens ein Set sein. Kann ich jetzt schon mal verraten. So. Alrighty. Jetzt kommt was, wo ihr mich nicht steinigen dürft. Ich bin da nicht ganz fit drin, aber es ist ein mega Preis. Ich habe es auch wieder bewusst in der Box gelassen, weil es ist viel. So, das natürlich nicht. Das kommt sowieso dazu. Und zwar Retro-Spielzeug-Welt. A, kriegt jeder so ein schönes, oder ich verteile die random, so einen schönen Magnet-Flaschenöffner. Die verteile ich natürlich in den, der das hier gewinnt. Und random in die Pakete. Das sind 4 Stück insgesamt. So, Leute. Wenn ihr Vintage mögt, wenn ihr damit aufgewachsen seid, geht euch jetzt das Herz auf. WWF Actionfiguren. Ronnie Piper. Die Bushwreckers. Das Tag Team der Bushwreckers. Auch richtig cool. Also Farbe echt schick. Sehr schön. Tolles Paar. Das sind schon mal 3 Figuren. Jetzt kommen 2, wo ich nicht so ganz genau weiß, wer das ist. Ich hätte mich ja informieren können, aber tut mir leid. Also, das ist auch ein Tag-Team. Da könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr wollt, wer das ist. Die sind auch dabei. Natürlich, die Action-Feature funktioniert auch. Richtig gut sogar. Und jetzt natürlich das Highlight, sogar für mich. Der Hulkmar. Der Hulker. Der Hulk Hogan. Yeah. Zack, mit seinem Action-Feature, dem Power Slam. Ich hoffe, jetzt hier ist kein Quatsch. So, das war's noch nicht. Das sind jetzt 6 WWF-Figuren und Folie. Und ihr bekommt Hasbro Maniacs, Guide to Hasbro Wrestling. Den kriegt ihr auch noch dazu. Also Marty Jannetty und Shawn Michaels. Das ist alles hier mit drin. Ich zeig euch mal hier so eine... das war doof, das ist die Mitte. Ich zeig euch mal so. So sieht er dann aus.
den bekommt ihr auch dazu. Also 6 WWF-Figuren plus den Guide. Und ein Flaschenöffner. Ist das nicht schön? Danke an Retro Spielzeugwelt für dieses coole Teil oder dieses coole Paket. Ich kann euch so viel verraten, es kann natürlich passieren, dass ich in Zukunft auch mehr mit oder ein bisschen was mit Retro Spielzeugwelt mache. Mit der Donnerlücke. Aber das ist jetzt was anderes. Dann auch ein Shop, der mich angeschrieben hat von wegen, hey Chris, ich würde gerne mitmachen. Und das finde ich super geil, dass er mich angeschrieben hat. Wie gesagt, ich bin da total geplättet. Toythunder.de hat auch zwei Sachen dazu getan. Eine Sache muss ich mal schauen, wie ich das zusammenbastel, weil die fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Aber sie ist dabei. Kennt ihr noch Geschichten aus der Gruft? Haben wir Tales from the Crypt, die Mumie. Eine Horrorfigur, also eine Actionfigur. Die könnt ihr auch, ich glaube, die werde ich zusammen machen mit der City Corner. Das passt ja wunderbar, oder? Mit den kleinen Plüschibären. Also das Teil und für unsere Masters-Fans was Kleines. Was zum Spielen, was zum Zusammenbauen. Den aktuellen Battle Ram mit Three Clops und Mechaneck. Ich kann da so sagen, das Ding ist mega. A, es ist ein Battle Ram und B, habe ich die Dinger selber zweimal. Das ist ein richtig, richtig cooles Set. Vielen Dank an Toy Thunder, dass du das hier gespendet hast. Ich denke mal, das geht zu dem Masters Package. Das sehen wir mal gleich. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Glaube ich. Genau. Eine Sache haben wir jetzt noch. Das ist quasi in meinen Augen, na, Hauptpreis kann man jetzt nicht sagen, aber es ist schon, es hat mich sehr überrascht, dass die Personen gesagt haben, Chris, kein Thema, machen wir direkt, das kannst du haben. Und zwar, ihr wisst schon, wer fehlt, oder? Es fehlt ein Shop, den ich sehr gerne erwähne, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, mit dem ich sehr gerne befreundet bin, und zwar Steinedorf. Richtig. Was hat denn Steinedorf für das coole Gewinnspiel gestiftet? Ich kann es euch nicht ganz zeigen, weil es ist eine Origins Castle Grayskull. Bam! Also Steinedorf hat, das ist noch komplett zu, die ist original verpackt, also die ist original. Ihr hört auch, da ist was drin. Also ihr bekommt von Steinedorf eine Motu O Castle Grayskull, also Origins Castle Grayskull als Gewinn. Ist das nicht geil? Ich finde das mega. Wenn ich schon ein paar hätte, hätte ich gesagt, ich würde die behalten, aber so sind die Regeln. Genau, so, jetzt. Also das könnt ihr alles gewinnen. Es ist Wahnsinn. Ich find's mega cool. Also was ihr da zusammengetragen habt an Sachen, richtig geil. Auch wie das an die neuen, an die Shops, mit denen ich noch nichts zu tun hatte, das finde ich ja auch ganz cool. Dass sich Leute gemeldet haben und gesagt haben, ey Chris, wo gesagt haben, wo hab ich das denn auf einmal her? So ein Quatsch. Also Time for Action Toys, Toy Thunder, Retro Spielzeugwelt, Sea Toys. Da übrigens kommt noch ein spezielles Video, ein spezieller Mega-Haul über Shops, weil mir Sea Toys hat noch ein Paket geschickt, das möchte ich euch gerne zeigen. Das kommt auch nochmal extra. Ja. Und natürlich Silent Mike, Mighty Underground, Hasbro, Strong Vision, Mr. Coleco, Plem Plem, Steinedorf, habe ich jetzt alle gesagt? Ne, Marlo habe ich noch fast vergessen. Kingsloot, Entschuldigung. Morax, Minoade und natürlich die Los Amigos Convention. Das sind die Gewinne, die ihr abräumen könnt. So, jetzt kommt erstmal das, was ihr machen müsst, um gewinnen zu können, um teilzunehmen. Ihr müsst insgesamt 4 Sachen beachten. 4. So, wir haben 2 Hashtags. Hashtag Nummer 1, 5000. Hashtag Nummer 2, der Figurensuchti. Und ihr müsst in den Kommentar dazu schreiben, 2 Sachen müssen beantwortet werden. Wenn ihr nur eine beantwortet, könnt ihr nicht teilnehmen, ist nicht erfüllt. Also wirklich wichtig, wenn ihr hört, genau zuhören, bitte für euch. Die beiden Hashtags 5000 und der Figurensuchti, dann 2 Fragen an euch, die ihr beantworten müsst. Erste Frage, was gefällt euch an diesem Kanal am besten? Das beantworten und seit wann habt ihr diesen Kanal abonniert? Ich blende euch das hier alles nochmal ein und alles, was ihr machen müsst, steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich sage es mit Absicht so bescheuert, weil ich wirklich oft Fragen kriege, hey, wo ist denn die Adresse? Wo hast denn das und das? Wo hast denn das und das? Die ganzen Infos, die ihr braucht, steht meistens immer in der Videobeschreibung. Einfach runterscrollen, ein bisschen lesen,
dann habt ihr keine Probleme. Dann könnt ihr auf der sicheren Seite sein. So. Ich rede mir mundfusselig. Ich bin voll bläh. Okay, jetzt geht's darum, welches Paket oder welche Pakete schnüren wir denn jetzt zusammen? Falls es euch interessiert, wir machen es einfach mal so. Star Wars haben wir schon gesagt. Wir hauen uns einmal den X-Wing. Zieh auf den Fischmarkt. Einmal X-Wing! Yeah! Dann natürlich Commander Gree und die beiden Retro-Figuren sind auch dabei. Ja, das ist ein Paket. Das ist das Star Wars Paket. Das zweite Paket wird sein die Transformers. Also nur die Transformers. Entschuldigung. Das sind über 100 Euro, die ihr abgreifen könnt. Die beiden und der. Das ist auch ein Paket. Und jetzt erraten, genau, die Grayscale ist auch ein Paket. Eins. Dann kommen wir jetzt zu diesem coolen Plemplem-T-Shirt. Das ist natürlich auch einmal. Nicht vergessen, zu dem T-Shirt bekommt ihr noch einen 20-Euro-Gutschein. Und weil es farblich so gut passt, das war jetzt nicht abgesprochen oder so, weil es farblich so gut passt, bekommt ihr diesen tollen Teddybären-Shop dazu. Das ist noch mit drin. Und weil wir einen krassen Kontrast dazu haben wollen, kommt diese Horrorfigur dazu. Ja, also das sind jetzt schon mal vier Pakete. Fünftes Paket ist natürlich von Retro-Spielzeug-Welt die Wrestling-Sache. Katalog oder Guide, besser gesagt, mit den 6 Figuren. 1, 2, 3, 4, 5. Vergesst nicht die Sachen, die wir noch, die noch zugeschickt werden. Ne? Also da kommt noch mehr. Wir haben 5. Jetzt kommt das Masters-Paket. Das ist schon fast fertig. Einmal natürlich von Toy Thunder der Battle Ram. Dann von Los Amigos das Glasbrett. Das Glasbrett. Dann von Nino Ahle das exklusive Comic. Von Strong Vision der Screech, der Vintage Screech. Und natürlich die Tasse und der Pin. Wie gesagt, Aufkleber kriegt ihr sowieso dazu. Das ist ein Paket. Die einer kommt dahin, die anderen teile ich, die anderen verteile ich random, die kommen woanders ran. Dann natürlich ein Paket von Mr. Coleco, die Gargoyles Vintage Toys aus den 90ern. Da komme ich nicht drüber klar. Ne? Also ich bin da so ausgetickt, als ich das gesehen habe. Wie geil ist das bitte? Richtig cool. So, das sind jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pakete, die jetzt hier sind. Plus Silent Mike Box, plus King's Loot Box, plus Mighty Underground Überraschungsbox, plus Morax Cases. Clamshells. Ne, vergessen, nicht falsch verstehen. So, das waren jetzt 4, da fehlt was. Steinhoff habe ich schon gesagt, genau. Clamshells, ach genau. Oh, Sea Toys. Figur, Tassen, 25 Euro Gutschein, Standys aus 3D-Printer mit dem Logo von Sea Toys dabei und vielleicht eine kleine Nascherei, wer weiß das schon. Das sind jetzt, glaube ich, 5 waren das jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Einer fehlt noch. Mighty Underground, Silent Mike, Morax, Sea Toys, King's Loot, Steindorf. Genau, Steindorf, die Grayskull. Okay. Boah, krass. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber das ist doch der Hammer. Also was hier rausgeballert wird. Ey. Ich freue mich wirklich für alle, die das gewinnen. Echt. Ihr kriegt natürlich noch einen Sticker von mir. Also ich tue auch noch ein bisschen Stickers dabei. Von mir selber. Also ihr kriegt noch Chris Tamen Sticker dabei und mal gucken, was wir noch so dabei haben. Also jeder, der gewinnt. Jetzt liegt's an euch. Ich bin so sprachlos, weil ich das so geil finde, was hier so rumsteht. Richtig cool. Also wenn ihr es mal wissen wollt, das hat alles einen Wert von über 900 Euro. Das muss ich erstmal im Kopf kriegen. Das ist schon Wahnsinn. Also Community, vielen, vielen Dank. Ihr seid mehr gut. Alle Shops, die ich hier genannt habe, die mit mir zusammenarbeiten, die ich schon persönlich getroffen habe, vielen, vielen Dank. Und die ich noch nicht persönlich getroffen habe, ich werde euch noch persönlich treffen. Auf jeden Fall. Spätestens auf der Los Amigos. Ja, also was müsst ihr machen? Nochmal zur Erinnerung, 2 Hashtags, Hashtag 5000 und das Hashtag der Figurensuchti. 2 Fragen beantworten müssen auch sein. Einmal, wann habt ihr diesen Kanal abonniert? Also seit wann seid ihr quasi Abonnent dieses Kanals? Und was findet ihr am besten an diesem Kanal? 4 Sachen für jede Menge Preise.
Es kann natürlich, ich sag's gerne nochmal, jetzt kommt diese Einschränkung. Pro Haushalt gewinnt nur einer. Das heißt, wenn ihr jetzt 5 Leute seid und ihr macht auch alle, ihr könnt auch alle mitmachen. Das ist nicht das Ding. Aber ihr könnt pro Haushalt nur einmal gewinnen. Das heißt, wenn jetzt einer gewonnen hat, super. Wenn danach noch einer aus dem Haushalt gewinnt, dann wird der gelöscht und es wird ein neuer gezogen. Also wenn ein Haushalt einen Gewinn gemacht hat, dann war es das für den Haushalt. Und Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sponsoren und Unterstützer dürfen leider nicht teilnehmen. Ja, Rechtsweg habe ich schon gesagt. Und lest euch bitte genau die Bedingungen durch. Oder haltet euch dran. Sobald ein Fehler in den Dings drin ist, wird das leider nicht geltend gemacht. So, jetzt habe ich sehr viel gequasselt und ich bin immer voller Extra. Ich bin so aufgedreht. Und ich habe davon ja nicht mal was. Ihr kriegt das ja, das geile Zeug. Genau, was Wichtigste, wie lange geht denn das? Wie lange geht denn das Gewinnspiel? Und zwar bis zum 15. September 2021. 23 Uhr 59 und 59 Sekunden. Schreibe ich auch alles nochmal in die Videobeschreibung. Also bis zum 15. September könnt ihr mitmachen. Das heißt, teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, Bekannten, in euren Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wo auch immer. Jetzt wollte ich gerade MySpace sagen, aber das ist ja Quatsch, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Und ich drücke euch allen die Daumen. Es gibt dann nur, ich glaube, 13 oder 14 Gewinner. Ich habe es jetzt nicht ganz gezählt. Das kommt hier nochmal zusammen. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge, die verschickt werden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Gewinner gibt es garantiert. Und alle anderen sehen wir dann. Nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, der Kanal wächst in diesem Tempo auch weiter. Und wir können sowas öfters machen. Ich finde sowas am geilsten, wenn ich Sachen verschenken kann. Und solche Sachen bekommen zum Verschenken. Finde ich so wie klasse. Ich danke euch mal vielen, vielen Mal, dass ihr Chris Tamant und mich als Figurensucht unterstützt, dass ihr die Videos liked, dass ihr die Videos guckt und dass ihr genauso viel Spaß an der ganzen Sache habt wie ich. Lasst mir gerne auch für dieses Video ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo habt, müsst ihr es ja quasi theoretisch, wenn ihr mitmachen wollt, abonnieren. Wenn ihr kein Abonnent seid, dann könnt ihr es ja quasi gar nicht. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens bei der Auflösung, ansonsten im nächsten Video wieder. Ich habe noch eine richtig, richtig fette Überraschung für euch, die ich euch noch nicht sagen darf. Bis dahin, entspannt ist Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.